mich. Befreiung und Heim kommt zu mir. So. Und zu dem, wo. Ja, also zu tiefer mir. Für mich ist das Coming Home oder sag jetzt mal der Weg zum Erwachen einfach eine wahnsinnige Erleichterung. Also je länger dass ich eigentlich dabei bin, desto mehr merke ich einfach, wie mein Leben leichter und schöner und einfacher wird. Ja, ich habe einfach so gemerkt, dass ich euch sehr dankbar bin so für die Räume, die ihr, also den Raum, den ihr da zur Verfügung gestellt und kreiert, so tiefe wo tiefe Transformation möglich ist. So. Ja, auf allen Ebenen, also vor allem halt auch tiefe Körperebene. Ja, es geht einfach tief und es ist sehr viel möglich. Ich meine, hier bekomme ich ja, ja, es berührt mich, ich habe halt noch nie so viel bekommen, wie ich hier bekomme. Also auch so viel Liebe oder all diese Gefühle, dass ich okay bin und ja, dass man mich so lieben kann, das ist, und ich fühle es auch noch, ich weiß es nicht nur, ich fühle es wirklich auch, es ist mega schön. Mega schön. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist eigentlich Befreiung für mich. Mhm. Was aber sicher eine Zeit braucht. Und darum ist es also schön da, weil man so auf Vertrauensbasis aufbauen kann, weil es mit viel Liebe gemacht ist. Man fühlt sich wirklich gesehen und verstanden. Es sind eigentlich mehrere Sachen, die ich gefunden habe. Das eine ist Familie, was auch eine Art Coming Home ist, vor allem für mich. Immer wieder, auch zu wissen, wo man immer wieder hin kann. Das ist da das eine. Das andere ist, ich lerne hier sehr viel über mich selbst. Auch wie ich den Mut wiederfinden kann, mich selbst zu sein. Mal viele Masken hinzulegen und nicht auf die anderen zu hören, wie man sich zu benehmen hat, wie man auszusehen hat, sondern einfach wirklich in mich reinfühlen kann, wie habe ich heute Lust, rauszugehen und da wirklich mich sein kann. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich merke einfach, dass viel, viel weniger Leid in meinem Leben ist. Die ganze Arbeit. Wir hier machen. Ja, ich merke jetzt gerade, das heißt ja sogar Coming Home. Es ist schon das Gefühl. So, hier. Mit allen. Ja. Ja, bei mir kam halt wirklich so zuerst Freiheit und Wahrheit. Ich kann das, glaube ich, noch nicht so richtig erfassen und in jeder Zelle spüren. Aber das ist das, was so als erstes kommt und was es wie für mich am ehesten beschreibt. Freiheit und Wahrheit. Eben, fühlen, das ist für mich so ein fremder Begriff gewesen. Also, es löst auch immer etwas aus. Also, es ist die Empathie für andere Menschen, das ist nie ein Thema, oder? Man ist immer für andere da. Aber ich lerne so eigentlich einmal für mich da zu sein, dass ich auch wert bin, dass angeschaut wird und dass es mir gut geht. Ja, mega. Also ich bin viel präsenter, ich bin viel mehr da, ich bin mehr bei mir. Ich spüre mehr Freiheit in innen, natürlich auch im Aussen, durch den Spiegel. Ja, es geht mir einfach total gut, ja. Das ist große Freiheit, die da ist. Mhm. Ja, ich bin sehr dankbar für das. Und es ist bestimmt auch ein Mut gekommen für einen Ausdruck und auch eine Fähigkeit für bestimmte Gefühle. Für einzelne Gefühle, die mir nicht so lagen oder wo ich keinen Zugang hatte. Und vielleicht auch für Gefühle, wo ich halt wie einen übertriebenen oder zu sehr einen Zugang hatte, weil ich die halt dann immer gefühlt habe, weil die so vertraut waren. Dass da wie
auch mal dahinter geguckt werden kann, na, was ist denn da noch? Ist denn da wirklich nur Traurigkeit oder ist da noch was anderes dahinter? Und das ist auch das, was ich immer wieder merke, das Vertrauen zu mir selbst und auch die Wertschätzung ist, denke ich mal, das habe ich hier gelernt. Oder hier erleben dürfen, wieder erleben dürfen, wie wertvoll das ist. Ja. Ich denke, das ist auch etwas, was ich sehr schätze an euch und am Hiersein und Coming Home. Das ist einfach wie eine Erinnerungsglocke, die immer wieder am Bimmeln ist. Dass man immer wieder, genau. Ja, auch die Echtheit, die Authentizität und das Echte, ja, das ist mega. Schon. Ja, mega. Ja. Das ist das. Ja, ja, sicher. Ja. Das ist auch das, was uns alle berührt, schlussendlich. Also grundsätzlich, das Körpergefühl ist einfach, also ich habe das Gefühl, ich habe einen total freien Bauch und Becken. Also das ist wirklich so. Und einfach so eine enorme Erleichterung, das Gewicht, also es war wirklich das Gewicht, das ich das Leben lang mitgetragen habe. Und das einfach mal wirklich gehen zu lassen, also das ist so, eben, es ist wirklich befreiend. Also das ist, und ich hätte es nie gedacht, und für mich ist das nur in diesem Rahmen möglich gewesen, dass ich wirklich so daran komme, dass es wirklich nur noch das Quäntchen braucht, um wirklich mal, und das Vertrauen zu der Gruppe, zu allen, einfach, dass ich ja, da darf sein und die Gefühle, wie es dann rauskommt, halt einfach kann rauslassen. Ich habe heute auch gedacht, es ist so geil, so einen freien Körper zu haben, dass all die Jahre vom Atmen, vom Schütteln, vom emotionalen Ausdruck sich wirklich so auszahlen, dass man in der Bewegung, im Alltag das so stark merkt. Und dass es sich einfach so geil anfühlt. den Körper befreit zu haben. Also genau, ja, genau das ist ja das Geilste daran, dass ich so endlich nicht mehr so für mich alleine so abgetrennt bin, sondern so viele super Menschen kennenlerne und auch viele dass ich einfach auch lebendiger bin oder von mir aus auch viel mehr Impulse kommen und ich nicht mehr so dieses abgelöschte Leben habe, ja. Und da sind so die Schritte, die ich mitbekomme, die kleinen, sind natürlich schon mega cool. Aber es gibt wieso gar keine andere Option. Ich meine, entweder entscheide ich mich für mich oder für diese Lebendigkeit oder ich gehe wieder in diese, weiß ich nicht, diese Abgeschiedenheit und Trennung. Nein, es ist eigentlich keine Option. Nein. Aber das ist geil! Danke euch! Mega schön!